Hey und willkommen zurück zu Minecraft Let's Quest. Jo, momentan ist es sowieso wieder ein Let's Play und ich hatte euch ja eigentlich mal das Versprechen gegeben, alle zwei Folgen irgendwie mindestens ein paar Figuren zu kreieren. Aber momentan bin ich einfach auf dieses Haus hier Folge. Keine Ahnung. Ich bin gerade voll scharf auf das Haus, genau. Das trifft es am ersten. Und ja, das Haus sieht ja auch schon recht geil aus, auch wenn es lange noch nicht fertig ist. Und es gerade hier in dem Bereich des Daches noch sehr viel Arbeit erwartet. Denke ich, das wird top. So. Okay. Jo, das könnte jetzt etwas langweiliger werden, der Bau von Dach. Von daher habe ich mir gedacht, labern wir über irgendwas Interessantes. Jo. Was ist denn eure Lieblingsserie? Meine ist ja momentan... Das hätte ich mir vielleicht mal davor überlegen sollen. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja, meine momentane Lieblingsserie. Das ist eine echt schwere Frage. Vielleicht ordne ich das eher in Kategorien zu. Dann ist das vielleicht besser möglich. Also im Bereich Comedy ist momentan meine Lieblingsserie. Immer noch Two and a Half Men. Zwar eingefolgt von der Big Bang Theory, aber solange die finale Staffel jetzt nicht um ist. Ja, Two and a Half Men ist eigentlich noch vor, auch wenn da noch echt ein Kutscher jetzt ist und nicht mehr Charlie, wie auch guten alten Schiele kennen, aber ist es trotzdem jetzt vielleicht der Grundswell Richtung weg, aber. An sich ist es Two and a Half Men immer noch eine der witzigsten und coolsten Comedy-Serien überhaupt. An sich finde ich es ein bisschen schade wirklich, dass sie bald vorbei ist, aber es, ja, irgendwie ist es auch langsam alles ausgelutscht und ich bin mir sicher, denken einfach die Ideen aus. Von daher, solange wie sie noch neue Folgen produzieren, wird es auf jeden Fall meine Lieblingsserie sein und weil das jetzt die letzte Staffel ist, produzieren sie also gar keine neuen Folgen mehr, von daher ist es eigentlich total scheiße, was ich gelabert habe, aber ja, Two and a Half Men ist momentan ganz oben. Ja, an zweiter Platz habe ich auch schon gedacht, The Big Bang Theory. Das Prinzip dahinter ist ja schon so geil, einfach ein so Nerd, die, naja, sich mit Mädchen abgeben. Yeah. Ich habe das in Real Life noch nie so erlebt und man kann mich garantiert mit unter die Nerds rechnen, obwohl ich jetzt nicht ein Obernerd bin wie einer von denen. Gut, und an dritter Stelle bei Comedy, ja, dritter Stelle bei Comedy. Ist auch gar nicht so einfach. Ich denke mal an dritter Stelle in Comedy würde ich vermutlich. Ich weiß es nicht. Nein, ganz ernsthaft, ich weiß es nicht. Okay, ich pucke jetzt mal hoch. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es für mich wirklich der dritte Platz ist. Two Broke Girls. Ich finde, die Serie könnte Potenzial haben zu einem, naja, weiblichen Two and a Half Men, irgendwie so in der Art, in der Richtung irgendwas, versteht, was ich meine, okay, gut. Von daher, oh, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, Science Fiction. Ich bin übelster Science-Fiction-Fan. Und normalerweise würde ich sagen, meine Lieblings
Serie ist natürlich Stargate, also irgendeins der Stargates an sich. Stargate Universe geht über alles. Verdammt schade, dass die abgesetzt wurde. Das ist einfach ein Grund, dass sie nicht genug Einschaltzahlen hatten, weil sie alle ins Internet gekommen sind. Ja, gehört ihr dazu? Habt ihr alle nur im Internet geguckt? Na, ihr habt jetzt gemacht. Ha, ha, ha. Ja. Aber nee, wirklich schade, dass die Serie weg ist. Ich hätte wenigstens hätten sie noch eine dritte Staffel machen können, wo sie diesen immensen Cliffhanger der zweiten Staffel gemacht hätten und irgendwie zu Ende geschafft hätten. Einfach ein Ende. Aber das ist ja vollkommen offen mit dem übelsten Cliffhanger. Das ist vollkommen scheiße. Das ist. Naja, darüber möchte ich mich jetzt nicht aufregen. Aber momentan ist meine Lieblings-Science-Fiction-Serie. Oder eher sagen wir mal Serien, weil die ein bisschen in Verband sind zusammen. Oder? Oder kommt euch an, dann noch der Format? Ich muss überlegen. Ist nicht so leicht. Science Fiction ist so ein großes, naja, Angebot. Ja, Dach ist mal fertig. Naja, nicht ganz. Shit. Ja, okay. Flash und ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist etwas. Flash und Arrow, genau. Die sind ja ein bisschen so in Zusammenarbeit. Ja, was ich an sich ganz cool finde. Es ist zwar sicherlich irgendwie ein bisschen gekupfert von Marvels, dass die momentan alle ihre Filme zusammenhängend machen. Aber an sich ist das Prinzip ja wunderschön, dass es einfach nicht nur einen gibt, dass es mehrere große Helden in dieser Welt gibt. Ja, was aber auch nicht schlecht ist, aber jetzt einfach noch nicht zu sagen ist, ob sie das Potenzial wirklich in der Serie schaffen, die sie bietet, bei Goffin. Ja, Goffin. An sich erinnert mich die Serie so von dem Gedanke her sofort an Marvel. Ich weiß nicht, ob ihr es Marvel gesehen habt, ihr seid jetzt vielleicht nicht die Generation dazu. Aber das war die Lebensgeschichte von Superman. Und theoretisch ist Goffin ja jetzt die Lebensgeschichte von Batman. Die Vorgeschichte, bevor er zum eigentlichen Held wird. An sich ist das ein immenses Potenzial, was diese Serie dadurch hat. Womit man locker ein paar richtig fette Staffeln machen könnte. Und bisher finde ich es wirklich sehr gut. Auch wenn manchmal die Effekte noch ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Da war das schon bei Marvel meistens etwas schöner aussehend. Okay, wir haben jetzt das Dach erstmal soweit fertig. Dann können wir uns jetzt der Problematik Fenster entgegenziehen. Wie wir die machen könnten und besonders wo wir die hin machen könnten. Ja, nämlich so sieht's aus. Jo, machen wir nämlich so und dann so hat man nämlich dann ein Loch drin. Ja, das ist scheiße. So. So müsste es gehen. Das ist, boah, das sind jetzt aber fette Fenster wieder. Das ist jetzt schon wieder zu fett. Mist. Shit, daneben. Hier ist gar nicht so leicht mit den Fenstern und ja. Und so sieht's aber auch irgendwie nicht geil aus. Nee, das wird euch gar nicht. Nee. Nee. Ich weiß nicht, ich bin nicht zufrieden. Okay, dann machen wir jetzt doch erstmal diese Zimmeraufteilung, aber da oben ist Stock.
düster. Und von daher nehmen wir jetzt auch erstmal ein paar Lampen, Fackeln und ja, fackeln das da oben einfach mal ein bisschen. Sonst habe ich einfach noch ein bisschen Angst, dass sie dann auch ein paar Mönche dahin gesellen. So. Okay. Ja, jetzt haben wir hier diesen, diese zwei halb recht großen Räume. An sich sind diese Räume jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal 4, 20. Und hier wird das sind noch 5, 25, 26. Okay, also 26 Steine ist das lang und das müssen wir jetzt fair aufteilen. Das 4 ist doof. Aber? Ne, das 4, okay. Müssen wir mal gucken. Dim, 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 bum. Ja, dann kommt hier halt einfach ein großes Zimmer hin. So. Okay. Und dies sieht ja auch so doof aus. Sind ja eigentlich auch in diesem Zimmer. Könnte wirklich so ein super Hightech-Motel sein. Ja, es wären dann hier eher schon Apartments. So, Minecraft ist ja eigentlich alles im Maßstab kleiner bei solchen billigen Dingern. So. Okay. Und so hätten wir dies, hätten wir das. Mach mal ein Fenster noch hierher, weil sonst wird das Quatsch. Ja, ich reime voll ab. Jo, ich bin jetzt hier voll der Oberpufti. Und jo. Nee, das werden wir noch sehen. So, die Decken will ich auch noch verkleiden, hier in dem Fall. Da reichen die normalen Holztreppen an sich aus. So. Wenn ich das hier oben mache, muss ich noch belegen. Aber ja, halt schon wieder Zeit, Folge schon wieder vorbei. Von daher würde ich sagen einfach mal tschüssi, bis zum nächsten Mal. Das war es schon wieder vom Minecraft Let's Quest. Schön wäre es, wenn ihr mir ein Däumchen geben könntet nach oben. Also wenn euch das Video gefallen hat, aber wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten, aber ich mag die Daumen nach oben. Richtig cool wäre auch noch, wenn ihr so freundlich wärt und noch mehr Videos auf meinem Kanal anguckt, wie zum Beispiel eins meiner Tutorials, die ihr jetzt oben links sehen könnt, auch verlinkt. Und oben rechts könnt ihr jetzt auch noch meine Cubeworld Let's Play sehen. Unten sind auch die Pfeile für die vorhergehenden und nachhergehenden Folgen von Minecraft Let's Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.